Guten Abend, Herr Bundeskanzler. Ich komme aus Eisenach. Ich bin mit meinem Mann hier zu Gast und möchte Sie auch nicht so lange unterhalten. Aber ich konnte durch Krankheit mit 63 in Rente gehen. Ich muss weiterarbeiten. Ich habe eine kleine Gaststätte in Eisenach, weil meine Rente vorne und hinten nicht reicht. Ich habe zu DDR-Zeiten 77 angefangen zu lernen, habe immer in der Gastronomie gearbeitet, jedes Wochenende, Weihnachten, Silvester, wenn alle anderen gefeiert haben. Ich habe heute keine 900 Euro Rente. Ich bin jetzt 20 Jahre selbstständig gewesen und bin es auch immer noch. Da bezahle ich alleine Krankenkasse 550 Beitrag und ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Mein Mann ist privater Taxifahrer, der ist auch Rentner und fährt auch trotzdem weiter, weil sonst kann man sich gar nichts mehr gönnen. Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Wenn ich dann auf der anderen Seite die Leute am Bahnhof rumstehen sehe, mit einer Büchse Bier, die nicht arbeiten wollen, und sage, Bürgergeld ist doch herrlich, kann ich ja langsam nicht mehr mitkommen. Sehr gut, dass Sie so fleißig sind. Das haben Sie ja Ihr Leben lang durchgehalten. Das, finde ich, ist auch etwas, was ich wirklich immer sehr beeindruckend finde, und ich teile das. Also ich kenne ganz viele, die schwer schuften, nie so richtig auf den grünen Zweig gekommen sind, und die gucken natürlich ganz besonders verärgert, wenn andere nicht gucken, was kann man denn tun, wo kann man anpacken. Und ich meine, wir reden hier mehrfach über Arbeitskräftemangel. Da wird ja vielleicht der ein oder andere mal sagen können, so, jetzt ist meine Zeit gekommen, nicht? So, das werbe ich auch für.